Hallo, seid gesegnet. Ich wollte mit euch reden über falsche und wahre Propheten, wie man das überhaupt unterscheiden soll. Gerade jetzt, Jesus sagt in Matthäus 24, gerade in der letzten Zeit, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus. Oder dort, so glaubt es nicht, denn es werden falsche Christen und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun und wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in der Kammer, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschen zu uns sein. Und Matthäus 24, Vers 3, 24. Und so wird es in der letzten Zeit sein. Und das ist natürlich die große Frage, wie erkennt man die wahren Propheten? Denn es werden ja so viele sein. Und ein ganz wichtiges Zeichen von wahren Propheten ist, sie sind meistens ziemlich unangenehm, weil sie Unheil verkünden. Immer und die Strafe Gottes verkünden, wenn nicht Buße getan wird sie zur Umkehr kommen und sich in Liebe dem Herrn zu wenden. Ja, also diese ganze Propheten verkünden meistens großes Unheil und Strafen, wenn nicht Buße getan wird. Und das ist das Wichtigste, also schon mal an den Propheten, wenn die nicht zur Buße aufrufen, ja. Und zur Umkehr, was sehr unangenehm ist für die Menschen, dann erfüllen sie aber nicht ihren wirklichen Zweck. Und alle Propheten haben zur Buße und Umkehr aufgerufen, wo da im Einsatz waren für den Herrn. Also die Besten der Besten. Mose musste dem Pharao in Ägypten fürchterliche Strafen androhen, wenn er nicht sein Volk ziehen lässt und Buße darüber tut und sein Volk Israel gehen lässt. Er hat es nicht getan und so war er dann befugt, ja, diese Strafen über Israel zu verhängen, über Ägypten zu verhängen, ja, diese Plagen. Ja, auch, genauso auch Elia. Der wurde auch schwer angeklagt, ja, von seinen Leuten da, und er hat gesagt, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern ihr und das Haus eures Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und ihr den Baalen nachgefolgt seid, also dem Gott Baal, ja. Und hat zu ihm gesagt, wie lange, steht da in 1. Könige 18, ne? Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr euer Gott, so folgt ihm nach. Und ist es aber Baal, so folgt ihm. Und da wussten sie auch nicht, was sie sagen sollen. Und dann hat er dieses ja vollführt mit diesem Altar. Also wenn euer Gott Gott ist, dann sagt ihm, er soll Feuer vom Himmel senden und das Opfer anzünden. Und wenn mein Gott Gott ist, dann macht er das. Und bei ihnen hat es nicht geklappt, bei ihm hat es dann geklappt, gell? Ja, auf jeden Fall haben es aber damals schon auch die Propheten aber verfolgt. Die waren nie beliebt, die Propheten, ja. Und diese Isabel, diese Königin damals, das war also der Gegenspielerin, das ist die Gegenspielerin von Elia. Und der Geist von Isabel weht auch heute noch, genauso wie der Geist von Elia weht. Und die alle hinrichten lassen, die Propheten. Und dann ist der Elia war noch einer der Überlebenden, ja. Und er hat dann denen gezeigt, dass sein Gott Gott ist, wo er Feuer vom Himmel geholt hat. Und hat dann die Baal-Propheten umbringen lassen, ja. Und er führt das, und Elia sprach zu ihnen: Fangt die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entkommt. Und also heute beten sie noch genauso Baal an, ja. Es ist immer noch das Gleiche. Und Elia musste dann fliehen vor Isabel und musste in die Wüste hinaus und war dann fix und fertig mit den Nerven, weil sie ihm natürlich nach dem Leben getrachtet hat. Und
hat sich dann versteckt und Gott hat ihn dann gefragt, was machst du da in der Wüste? Komm wieder zurück. Du bist doch der, wo der so gekämpft hat. Und er hat gesagt, ich habe so gekämpft und ich kann nimmer und will nimmer. Also Elia war auch fertig mit den Nerven und es war anstrengend für ihn, so zu kämpfen für Gott. Genauso und hatte auch Angst vor dieser Isabel, ja, vor dieser bösen Königin. Genauso Mose hatte Angst zu sprechen vom Pharao. Und also es war nie, nie angenehm, das zu verkünden, was sie zu verkünden hatte. Ja. Aber wenn sie es nicht getan hätten, hätten sie sich auch strafbar gemacht. Ja. Hätten sie das Blut vom Volk da an den Händen gehabt. Also sie mussten das auch irgendwie austun. Und genauso wird es wieder sein, jetzt in der steht es wieder in der Offenbarung. Also hier in der Offenbarung 8. Ja, in Offenbarung 10. In der Offenbarung 11, Entschuldigung, da schickt er wieder seine zwei Propheten aus, ja. Und die letzten 1260 Tage, also die letzten 3,5 Jahre da sprechen sollen und für ihn wirken sollen. Und diese Propheten, das sind wieder Mose und Elia, die plagen die heftig, also und drohen also wieder, wenn der nicht Buße tut und umkehrt. Ja, und die. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, sondern taten nicht Buße weder über ihre Mordtaten, noch ihre Zauberei, noch ihre Unzucht und all ihre Diebereien. Ja. Also, sie haben nicht Buße getan und werden auch nicht Buße tun. Das wird immer das gleiche Spiel sein. Und Gott schickt dann nochmal, also die zwei Zeugen, und die werden sehr unangenehm sein und ein sehr großes Unheil verkünden, werden auch wieder diese Trockenheit übers Land legen, wie Elia damals schon gemacht hat, ja, das wird da wieder das gleiche geschehen, Offenbarung 11, diese zwei Zeugen, sie haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung, und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln, wieder, wie es damals auch war bei den Ägyptern, ja, wo das Wasser in Blut verwandelt wurde. Und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Das sind sehr unbeliebt, die zwei Propheten. Ja. Das sind aber wieder Mose und Elia, sind mal oben. Und sie verkünden, wenn ihr nicht Buße tut, dann geht es weiter so. Ja. Dann geht es noch weiter. Und sie werden keine Buße tun. Einfach. Und ja. Und gegen die wird natürlich heftig Krieg geführt und die werden dann auch getötet und werden ja dann liegen gelassen, diese 3 Tage. Und werden dann wieder auferstehen, wie es da steht in der Offenbarung 10. Und also, es wird richtig heftig. Und was ich damit sagen wollte, diese Propheten waren nie beliebt. Und sie haben, wenn ein Prophet nicht aufruft zur Buße und zur Umkehr, dann ist kein richtiger Prophet, ja, das ist ganz wichtig, dass sie das machen. Und diese Gegenpropheten, ja, die falschen Propheten, die werden auch sehr viele erstaunliche Sachen vollbringen, ja. Und wieder geschrieben steht in der Offenbarung, dass sie dieses aufgestellt haben da in der Offenbarung 13, und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen. Also sie haben da dieses Monument da aufgestellt, werden sie aufstellen in der Mitte der Drangsal. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte 2 Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus, vor dessen Augen, und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Also die machen sogar diese Auferstehung von Jesus nach, ja. Und es tut große Zeichen, sodass sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Also der Feind lässt da gewaltig krachen, ja. Also der kann schon.
da auffahren, ja, so gewaltige Täuschung und alles lässt er da auffahren. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Jetzt machen sie wieder Götzenbilder. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen. Also die haben diesem Götzenbild sogar einen Geist verliehen, dass es lebendig wurde, ja. Dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Also da wird richtig heftig aufgefahren, ja. Und es bewirkt, dass die Kleinen und Großen und Reichen und Armen und Freien und Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird auf die Stirn. Und ja, also der Feind wird da richtig auch mit dem falschen Propheten richtig auffahren. Und es ist für uns auf jeden Fall wichtig, die Geister zu prüfen, diese vielen auf, falschen Propheten, die auch jetzt schon da sind und uns in die falsche Richtung leiten wollen, zu prüfen. Wie kann man sie prüfen? Auch jetzt schon, indem man sie fragt, welchem Herrn dienst du? Und wenn da nicht kommt, ich diene dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Allerhöchsten oder irgend sowas, ja, in der Art. Es muss das Wort Jesus Christus fallen. Wenn sie das nicht hinkriegen und sagen, ja, ich diene den göttlichen Mächten und den Engeln oder irgendwelchen Heiligen oder ich diene keinem, sondern ich bin mein eigener Herr oder sonst irgendwas oder wenn nur Messias kommt, so von wegen ich bin der Messias oder sonst irgendwas, das zählt alles nicht. Es muss kommen, folgt keinem nach, der nicht sagt, dass er für Jesus Christus arbeitet. Und es muss das Wort Jesus Christus fallen. Alles andere, so umschreiben und so, das zählt nicht. Die müssen jetzt Jesus Christus aussprechen. Und die können das nicht, die meisten also können das nicht. Das ist alles, also diese Dämonen, die sie auch besetzen, die können das nicht, dieses Wort schon allein nicht aussprechen, dieses Jesus Christus. Deshalb wird das umschrieben dann mit was weiß ich was, der Erlöser oder sonst was, wenn sie dienen, ja. Also es muss das Wort Jesus Christus fallen und auf keinen Fall damit anschließen oder mitgehen oder irgendwas, ja. Ja, wenn sie das nicht aussprechen können, dann ist schon mal Vorsicht geboten. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, auf YouTube haut es mir immer die Werbung rein von diesem Schutzengel-Orakel, von diesem Patre. Da kann man sich halt mit der Verbindung kriegen mit seinem Schutzengel und bla 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 und dass man Hilfe kriegt, wenn es einem doch so schlecht geht, ja. Und ich habe den jetzt auch mal einfach nur aus Spaß gefragt, welchem Herrn er denn dient. Weil es hört sich toll an, ja. Und er hilft und endlich Hilfe, ja. Da bekommt man Hilfe. Und hat er zurückgeschrieben, dass er keinem Herrn dient, also dass er sein eigener Herr ist. Und den habe ich jetzt halt, weil er auch beobachtet, ja, was er so macht und was er da so betreibt, weil er da diesen Engeln arbeitet. Und er arbeitet auf jeden Fall mit bösen Engeln. Also der verspricht, wenn man da an bestimmten Zeitpunkten da betet und sich mit ihm verbindet und diese Worte ausspricht, die er einem da schickt zum Beispiel, dann kommt dann die Hilfe, die himmlische Hilfe, sagt er, die himmlischen Kräfte kommen einem dann zur Hilfe und dann kann man große Gewinne zum Beispiel erzielen. Also er verspricht große Geldgewinne zum Beispiel, ja. Und das funktioniert auch, ja. Das funktioniert tatsächlich. Wenn man sich diesen bösen Kräften übergibt, dann kriegt man erstmal diese Belohnung. Und es fließen wirklich, man bekommt Macht, Ansehen, Liebe auch und Geldgewinne. Also wirklich, das funktioniert. Aber man verkauft ja seine Seele, ja, dem Satan. Also, und so macht dieser Pater das auch. Also er gibt einem dann, das ist auch ein Zeichen für falsche Propheten, wenn sie so bestimmte Rituale von euch fordern, also dass ihr an einem bestimmten Zeitpunkt, zu einer bestimmten Uhrzeit, an einem bestimmten Tag das ausführen sollt, irgendein Ritual oder Gebet sprechen sollt, was ihr euch gibt oder so. Egal an wen es geht, dieses Gebet, an irgendwelche Engel oder sonst irgendwelche himmlische Kräfte und bla bla bla.
Nein, 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 das ist nicht gut. Das geht definitiv ans Böse. Es geht an den Feind, diese Gebete. Also dieser Pater betet auch und er betet, und der, ganz geschickt machen sie das, ja, über himmlische Kräfte und die himmlischen Mächte und die Schutzengel stehen ihnen zur Seite und so, oh, es gibt sehr böse Engel, ja, die gefallenen Engel sind böse Engel und die sind auch am Würgen, ja, die schlafen nicht. Also auf sowas auf keinen Fall einlassen, auch wenn sie einem versprechen, große Geldgewinne und so. Und das ist sehr verlockend, das ist sehr, sehr verlockend, ja. Wirklich. Und es funktioniert auch, ja. Das ist, im Moment funktioniert das, man wird belohnt dafür, aber dafür gibt man seine Seele dem Feind, ja. Also für sowas ganz vorsichtig sein, für irgendwelchen, oder der gibt dann solche Pentakel da, ne, wie heißt denn? Diese ganzen, ja, so Sachen, so den Schlüssel vom Tempel Salomo da, von dem Abgrund und ach, holla, 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 ja, wo die Bösen da gebunden sind und so Zeugs. Also da geht er dann richtig zur Sache, ja. Also da muss man wirklich aufpassen, was der da macht, ja. Auf sowas auf keinen Fall einlassen. Und wenn der nicht sagen kann, dass er für Jesus Christus arbeitet, wie dieser Pater jetzt, dann Finger weg davon. Also normalerweise arbeitet man für den Feind. Wenn man sich nicht wirklich zur richtigen Seite bekennt, zum Herrn Jesus Christus bekennt, dann arbeitet man für den Feind. Also standardmäßig arbeiten wir alle eigentlich für den Feind, ja. Es kommt vom Sündenfall nachher. Also man muss sich wirklich auf die richtige Seite erstmal schlagen. Ja, deshalb ist es sehr gefährlich. Und an sowas erkennt man auch die falschen Propheten, also dass sie euch mit irgendwelchen Ritualen locken, an bestimmten Zeiten und sowas, irgendwas ausführen oder irgendwelche Sachen sprechen, Gebete sprechen oder sonst irgendwas. Also, oder wenn sie auch bestimmte Zeiten vorhersagen, bestimmte Daten, es ist auch also schwierig. Also wir wissen nicht, wann er kommt und wir wissen auch nicht, wann Jesus kommt und er kommt bald. Aber genau weiß man es nicht, das steht da geschrieben, er wird sie verspäten und die ganz viele von seinen Leuten werden einschlafen, wie bei dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Die 5 sind eingeschlafen, weil sie einfach fertig waren und weil sie nicht mehr warten konnten, weil sie gesagt haben, er kommt und er kommt nicht. Ja. Aber irgendwann kommt er halt doch tatsächlich. Und dann haben die anderen verpennt und ihr Öl war ausgegangen. Also sie haben nicht weitergearbeitet, ja, und dann haben sich kein neues Öl gekauft. Und wollten dann von den anderen was haben. Und die haben gesagt, aber wenn wir euch jetzt das geben, dann langt es uns nicht mehr. Geht hin und kauft euch welches. Und sind dann mit dem Herrn mitgegangen. Ja. Der kam dann zu Mitternacht irgendwann, wo es keiner erwartet hat. Und sind mit dem Herrn mitgegangen. Und dann sind die Türen zugegangen. Ja. Und dann waren die anderen, die nicht vorbereitet waren, die verpennt haben, die zu müde geworden sind. Ja. Die haben verpennt. Der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht, wenn es keiner erwartet. Also von dem her. Es ist wichtig, dass wir auch alle weiterarbeiten und nicht verrückt machen lassen von auch dem Ganzen, was prophezeit wird, wann er kommt, wie er kommt oder so. Wir müssen einfach weitermachen, weiterarbeiten, weiterarbeiten, weitermachen, weitermachen und das aus der Perspektive vom Herrn sehen. Also sicher wäre es schön, wenn wir jetzt schon alle beim Herrn sein könnten, im Himmel sein könnten und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber der Herr sieht es halt aus einer anderen Perspektive. Er sieht diese ganzen vielen, vielen Millionen verlorenen Seelen am Abgrund, die keine Hilfe haben, die keinen Hirten haben, diese ganzen verlorenen Schafen, keiner redet mit ihnen, keiner hilft ihnen, ja, die sind verloren und Satan, für Satan ist es ein leichtes Futter, mit solchen kleinen Verlockungen, wie gerade Geldgewinne oder sonst irgendwas zu locken, irgendwie, und auch irgendwelche Süchte auch zu locken oder sonst irgendwas. Das ist für den Kinderspiel, ja. Es fehlen Leute, also wir müssen auch wirklich für Feldarbeiter beten, dass der Herr Feldarbeiter schickt, ja. Und dass noch die, dass die, die, die erste, dass die Ernte groß ausfällt, ja. Die zweite Ernte wird groß ausfallen in der Drangsal, ja. Also da fließen dann auch ganz neue Gnaden und ganz besondere Gnaden und ganz viele werden zum Herrn finden, ja. Aber die müssen durchs Feuer gehen, also das werden sie auch, ja. Das sind tolle Leute, die da dann zum Herrn finden, gerade in der Drangsal. Also und es sind auch die, wo dann auch wirklich diese Wunder verbringen, also wie die Speisungen von vielen Tausenden und so, wo Brot vermehren können und so und die Kranken heilen und so. Also da werden auch wirklich Wunder geschehen auf der guten Seite, ja. Und ja, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht da auf die falsche Seite schlagen, weil die Verführung wird sehr groß sein und die Gegenseite wird wirklich auffahren mit so Wundersachen und
Projizierungen im Himmel und Täuschungen und dass wir uns alle zusammenschließen zu einer New World Order, zu dieser Gemeinschaft, damit wir gegen den Feind wirken können. Ja, und es ist alles sehr schwierig und wissen wir, man muss sich wirklich an dem Herrn seine Propheten halten, diese 144.000 auch, wo er, der Herr schicken wird, ja, mit denen er auf dem Berg Zion stehen wird und Offenbarung 14. Und ich sah und ich siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirn geschrieben. Also da bringt er seine Leute und gerade in die Trübsalzeit, in die schlimmste Zeit da und die sprechen vor den Herrn, das sind die Propheten von den Herrn und die, aus denen ihr Mund kommt da wirklich Feuer, also die haben wirklich das Sagen dann und die verkünden wirklich die Wahrheit und wenn man, also die kann man sich wirklich halten und denen nachfolgen und die haben auch Orte, es gibt Orte bereitet für all jene, die das Zeichen des Tieres nicht annehmen und die dem Herrn nachfolgen und das ablehnen, alles was da vom Feind kommt, ja, und die werden von den 144.000 in Sicherheit gebracht und an die sicheren Orte gebracht, wo sie die letzten 1260 Tage da durchstehen können, bis der Herr sie holt. Ja, oh Herr, hilf uns bitte, dass wir alle in deinem eigenen heilen Namen gesandt sein können, oh Herr, und mit Geist und Kraft von Elia gehen können und den Weg für das Kommen unseres geliebten Herrn vorbereiten können, heilig und treu. Herr, bitte befähige uns zum Dienst, bevollmächtige uns zum Dienst, oh Herr, und erfülle du dein Gnadenwerk in uns. Schau du auf uns als Werk der Gnade und Herrlichkeit, wie wir eins sein werden im Himmel, o Herr. Lass uns stark sein in dir, o Herr, mit der Kraft deiner Stärke und lass uns mit aller Kraft gestärkt sein, gemäß der Macht deiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut in Freuden, damit wir dir Dank darbringen können, allmächtiger Gott, dass du uns tüchtig gemacht hast, teilzuhaben am Erbe der Heiligen in Licht. Denn du hast uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes der Liebe. Durch ihn haben wir Erlösung, durch das Blut, die Vergebung der Sünden. Und dafür danken wir dir, Herr, und loben und preisen deinen heiligen Namen. Heilig, heilig, heilig bist du. Heilig, 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 geheiligt hat er deinen Namen. Im Anfang, so jetzt und alle Zeit, bis in alle Ewigkeit, oh Herr. Amen. Sei gesegnet. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Der Name des Herrn sei über euch. Das ist der priesterliche Segen von Mose und von Aaron, wie sie das Volk Israel gesegnet haben. Das steht im vierten Buch Mose, Vers 6, 22, Vers 22. Und wie wir gesegnet werden, wir werden immer nur mit, das sind eigentlich sieben Segen, ja, wo da ausgesprochen werden. Und den letzten Segen, den lassen sie immer alle weg in den Kirchen oder wenn jemand segnet. Also Vorsicht, das müsst ihr euch mal anschauen. Es sind sieben Segen, die da ausgesprochen werden, nicht nur sechs. Der Herr segne euch. Der Herr behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und der Herr sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch. Und der Herr gebe euch Frieden. Und der Name des Herrn sei über euch. Das ist das, was sie mal weglassen. Der Name des Herrn sei über euch. Und ich glaube, das ist der siebte Segen und der ist sehr wichtig. Der Name des Herrn sei über euch. Komisch, warum sie das immer weglassen. Ob das der Feind da wieder mit gemischt hat, keine Ahnung. Aber müsst ihr mal darauf achten, wenn jemand den Segen spricht, der lässt immer den siebten Segen weg. Also könnt ihr euch mal anschauen da in 4. Mose 6. Okay, seid gesegnet.